Cooking Entertainment with George Kreisler. Wer ist George Kreisler? Sehr lebenslustig, sehr freudig, sehr positiv. Und wird, glaube ich, überrascht über die Dinge, die ihr da passieren, dass sie eben überall vertrieben wird, nicht vertrieben, das ist übertrieben, aber so weggeschickt wird, nicht gewollt wird, weil sie eben Jüdin ist. Es sind insgesamt 21 Nummern. Gibt wenig Text, wenig gesprochenen Text, aber eben viel Gesangstext. Das ist in der Tat eine Herausforderung, sowohl konzentrationsmäßig als auch konditionsmäßig. Aber das Schöne ist, es stört einen niemand. Man ist ja alleine auf der Bühne und kann, selbst wenn man mal einen Gang nicht richtig macht oder irgendwas, man ist frei. Jetzt habe ich Probe und muss mich irgendwie mal ein bisschen dafür vorbereiten, weil ich sehe etwas anders aus als Lola Blau. So, jetzt muss ich mich erstmal umziehen. Bis gleich. Der Herr ist mir fremd, auch wenn ich ihn kenne. Der Herr ist mir fremd mit dem satten Gesicht. Der Herr ist mir fremd. So, da bin ich wieder. Das ist das Probenkostüm für Lola Blau. Naja, die Originale werden noch ein bisschen anders. Die sehen aus wie ich. Ich kenne sie seit Jahren. Ich weiß nicht wohin. Sie kommen und wie. Meine Regisseurin nennt ihn Ratatouille. Eigentlich heißt er aber Matze Maus. Den habe ich immer so dabei. Das finden wir ganz schön als so Maskottchen, was eben jemand, der so auf Tournee ist und unterwegs ist, als Glücksbringer hat. Hallo Sandra. Das ist übrigens die Regisseurin von dem Stück. Lala, badadadada. Smile, smile. Da wäre es eigentlich auch ganz schön, wenn du bei Lola Blau, also wenn sozusagen es losgeht, einmal kurz ein Smiley ins Publikum machen kannst. Du musst sowieso, die Reaktion wirkt nicht sehr schön auf sie, aber du müsstest öfter mal, glaube ich, amerikanisch lächeln. It's getting harder to please you, harder and harder each year. I don't want to make you blue, but you need to talk to. Ich glaube, dass ein Zuschauer, der das zum ersten Mal hört, bestimmt gar nicht alles immer genau versteht oder genau deuten kann. Weiß ich nicht. Also ich musste manches wirklich 2-3 Mal hören, ach, so ist das gemeint auch. Jeder kann das ja auch anders interpretieren, das finde ich ja das Spannende daran. Doch den Sinn des Lebens, den such ich vergebens. Mir macht von allen Späßen